Hallo Kackbratzen. Und das, meine lieben Damen und Herren Kackbratzen, ist der Grund, warum Renzo Piano mit seinen unfassbar schönen Kunstwerken der wohl beste Architekt aller Zeiten ist. Es sind nicht nur Bauwerke, sondern Monumente geschaffen aus poliertem Stahlbeton, die Ihr liebt Simulatoren? Den ganzen lieben Tag mit einem Bus oder einem Zug durch die Gegend zu gurken, ist euch zu langweilig? Ihr liebt es, eure Hände schmutzig zu machen? Ihr spürt ein erregendes Gefühl unterhalb der Gürtellinie, wenn ihr nur an die mächtigen Baumaschinen wie etwa einen Radlader oder einen Bagger denkt, mit denen man Unmengen von Erde, Geröll und Sand von einer Seite zur anderen schaufeln kann? Ihr liebt es, tiefe Löcher zu graben, aber den wahren Höhepunkt habt ihr, wenn ihr besagte Löcher bis zum Rand füllen könnt? Dann habe ich heute das absolut perfekte Spiel für euch. Wer jetzt aber an den absolut langweiligen Bausimulator denkt, liegt total falsch. Dabei handelt es sich nur um einen billigen Abklatsch. Joscha! Wir sprechen heute über den vielleicht ersten und wahren Baumaschinensimulator überhaupt. Dieses Spiel wird eure Seele brechen, denn es verzeiht keine Fehler. Jedes noch so verschwendete Sandkorn bringt nicht nur Schande über euch, sondern auch über eure ganze Familie und euren Goldfisch. Wir sprechen heute über das im Jahr 2001 von Taito veröffentlichte PS1-Spiel Power Shovel. Wie so ziemlich alle Spiele, die aus dem fernen Japan kommen, ist auch diese Perle ein mundgeklöppeltes Stück Software, das bis zum letzten Bit akribisch programmiert wurde. Power Shovel ist eine Simulation und kein Spiel. Es erfordert von euch äußerste Präzision, einen wachen Geist, eine gute Portion Logik und auch zwei sehr geschickte und feinfühlige Hände. Ein weiterer Beweis dafür, dass man es komplett ernst nahm mit dieser Simulation, ist der eigens dafür erschaffene Controller. Mit seinen zwei mächtigen Knüppeln, die von euren Händen liebevoll, aber mit sanftem Druck gefasst werden wollen, wird die Bedienung eurer PS-starken Maschine zu einem wahren Genuss. Noch dazu habt ihr alle Knöpfe am richtigen Fleck, womit ihr am Ende auch noch das kleinste Sandkorn vom Boden aufkratzen könnt. Wer dieses absolut feine Wunderwerk japanischer Ingenieurskunst leider nicht zur Hand hat, wird sich mit dem Standard-Controller der PS1 anfreunden müssen. Hier könnten zu Beginn einige Probleme aufkommen, da wirklich jeder Knopf zum Einsatz kommt. Mit Ausnahme der Analogsticks. Jede Bewegung eures Schaufelarms, sei es das Öffnen oder Schließen der Schaufel, das Auf- und Abbewegen des Schaufelarms bis hin zur Steuerung des Baggers, erfordert ein punkt- und sekundengenaues Einhalten der Steuerungslogik. Die Steuerung ist passend zur Simulation eine ziemlich komplexe Angelegenheit und auch wenn man natürlich versucht, das System mit einer eigenen Herangehensweise vielleicht weniger kompliziert zu lösen, kann ich euch nur empfehlen, in den sauren Apfel zu beißen und diese Hölle eines Kontrollschemas einfach auswendig zu lernen, sofern ihr einen halbwegs akzeptablen Highscore erhalten wollt. Es dauert eine Zeit, aber die Mühe lohnt sich auf alle Fälle. Grundsätzlich teilt sich das Spiel in zwei verschiedene Modi auf. Zum einen haben wir den Simulator-Modus, der eigentliche Kern des wohl weltbesten und realistischen Bagger-Simulators der Welt. Hier geht es ins Eingemachte und man übernimmt hier Aufgaben, mit denen wir auch im realen Leben konfrontiert werden. Wir buddeln hier nicht nur die schönsten Löcher der Welt aus oder bewegen Erde und Sand von links nach rechts, sondern müssen auch Gebäude dem Erdboden gleichmachen. Und wer jetzt denkt, dass das komplett langweilig ist, kann sein Können auch in schwierigeren Situationen auf die Probe stellen. In einem Szenario zum Beispiel müssen wir die Stadt nach einem Erdrutsch räumen, damit die Feuerwehr auch zu ihrem Einsatzort kommt. Das verlangt nicht nur äußerste Präzision, sondern auch ein sehr, sehr schnelles Händchen. Und wenn ihr hier nicht schon komplett ins Schwitzen geraten seid, dann könnt ihr die Stadt vor einer weiteren Naturkatastrophe retten. Ein Vulkan ist ausgebrochen und so gilt es, so schnell wie möglich einen Damm aufzuschaufeln, damit die unerbittlich heranfließende Lava nicht alles in Schutt und Asche legt. Bevor ihr euch allerdings diesen lebensechten Szenarien hingeben könnt, müsst ihr natürlich vorher eure Lizenz verdienen. Und wer schon bei einem Gran Turismo seine lieben Probleme hatte, wird bei Power Shovel extrem ins Schwitzen kommen. Das Spiel macht euch ab der ersten Sekunde klar, dass es sich hier um bitteren Ernst handelt und nicht um einen Kindergeburtstag. Es reicht ja nicht, dass schon ein kleinstes Vergehen euch wertvolle Punkte kosten wird. Alle Aufgaben müssen zudem noch in einem sehr lächerlich begrenzten Zeitrahmen erfüllt werden. Es ist ja schon ein komplett irrsinniges Problem, wirklich alle Tasten zur richtigen Zeit zu drücken, um auch nicht mal ein einziges Staubkorn während der schweißtreibenden Arbeit zu verlieren. Um den Stresslevel möglichst hoch zu halten, werdet ihr die ganze Zeit von einem unbarmherzigen Vorarbeiter im schönsten Japanisch angeschrien. Was aber die Sache zu einer komplett seelenzerfetzenden Angelegenheit macht, ist, dass dieser putzige kleine Vorarbeiter eher den Eindruck macht, als würde er mit seinem Schittlerbart beim nächsten kleinen Fehler in euer Wohnzimmer einmarschieren und euch euer Fressbrett polieren. Der Wiener Schnitzel mit der Lage Bierten und das Sauerkraut! Ey, der Filuten sagt der Filäten!
Ich kann es nicht oft genug betonen, dass man diese verfickte Steuerung wirklich haarklein studieren muss, damit man nicht binnen wenigen Augenblicken einen Nervenzusammenbruch erleidet. Power Shovel ist gekommen, um euer Ego komplett zu zerstören. Man kann ja einen Punktabzug noch irgendwie verkraften, aber der andauernde respektlose Umgang mit dem Spieler, der absolut bestialisch hohe Schwierigkeitsgrad kombiniert mit dem extremen Zeitlimit, sind Gründe für eine veritable posttraumatische Belastungsstörung, von der man sich nicht so schnell erholen wird. Wer gut ist, der darf sich natürlich nach erfolgreicher Arbeit auf seine hart verdiente Belohnung freuen. Das sind Augenblicke purer Freude. Und auch der kleine Diktator am rechten unteren Bildschirmrand hat endlich ein paar positive Wörter für euch, was ihn aber trotzdem nicht daran hindern wird, euch beim nächsten kleinen Vergehen euren Arsch so groß aufzureißen, dass man dort gemütlich drei große Bagger unterstellen könnte. Nachdem der Wille gebrochen und das Ego unter 3 Tonnen Schutt begraben wurde, beginnt man eine Symbiose mit dem Spiel bzw. mit dem Bagger aufzubauen. Und man sollte mit seiner Maschine auch möglichst sanft umgehen und nicht versuchen, wie ein ungeduldiger Trottel seine Schaufel in den harten Boden zu rammen. Sanftes Arbeiten führt zu weniger Verschleiß an der Maschine und zu weniger Punktabzug und bei Straßenarbeiten sollte man so wenig Dreck wie möglich machen, denn man muss ja auch an seine Mitbürger denken. Seid sanft und stets sicherheitsbewusst, dann kann beim Verkehr auch wirklich nichts schiefgehen. Und wer das begriffen hat, wird engelsgleich seinen kräftigen Arm butterweich in ein noch so jedes Loch hineingleiten lassen, um es entweder ganz tief auszugraben oder es bis zum Rand zu füllen. Aber es ist nicht alles harte Arbeit in Power Shovel. Man hat natürlich auch daran gedacht, mit kleinen Minispielen die gepeinigten Seelen der Spieler wieder auf Vordermann zu bringen. Wolltet ihr schon immer mal mit einem Bagger ein Auto zerstören? Oder wie wäre es anstatt Sand große Portionen Curry auf Reis zu baggern? Oder habt ihr schon mal daran gedacht, dass man mit einer Schaufel auch prima kleine Babyschildkröten aus einem Schwimmbad retten kann? Oder wie wäre es mit einer Runde Golf? Aber anstatt eines Schlägers prügelt ihr die kleinen Bälle mit eurer Schaufel durch die Gegend. Power Shovel bietet eine Vielzahl an absolut verrückten Minispielen, mit denen man ganz schnell alle Probleme und den Wahnsinn des Alltags vergessen kann. Die Minispiele sind zwar nicht weniger schwierig wie die Aufgaben im Simulator, aber wenigstens kann man in diesen Momenten seine Wunden lecken, um sich dann für die schwierigen Jobs rein seelisch vorzubereiten. Und wer dann immer noch nicht genug hat, der kann sich im Level-Editor austoben. Die Möglichkeiten sind zwar ziemlich begrenzt, aber trotzdem ist es eine schöne Geste, bei der man seinem Baggerfetisch ein wenig Freiraum erteilen kann. Ich könnte euch an dieser Stelle den Bären aufbinden und schwärmen, wie toll doch die Grafik des Spiels ist. Aber wie ihr mit euren eigenen Augen selbst sehen könnt, ist der sehr bunte und sehr knusprige Pixelbrei nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Es ist zumindest zu 100% zweckmäßig und dasselbe trifft auch auf das Sounddesign zu. Man verzichtete auf Schnörkel und konzentrierte sich lieber auf eine realistische Simulation, die absolut kein Erbarmen kennt. Es ist natürlich ein komplett schizophrenes Spiel. Warum zur Hölle sollte man auch ein Spiel zocken, das einem von Anfang bis zum Ende einfach nur erniedrigen möchte? Der Schwierigkeitsgrad ist so deftig, dass man schon bei dem Versuch, überhaupt an eine Lizenz zu kommen, mit einem mittelprächtigen Weinkrampf in Fötusstellung zusammengekauert auf dem Boden liegen wird und sich wünschte, niemals und wirklich absolut niemals die CD ins Laufwerk gesteckt zu haben. Aber trotzdem will man weitermachen. Zumindest gehe ich mal davon aus. Um dieses Spiel wirklich lieben zu können, darf man vielleicht wirklich nicht alle Tassen im Schrank haben. Und wer gibt auch schon heute 50 Euro für ein über 20 Jahre altes Spiel aus, in dem man pausenlos den Arsch versohlt bekommt? Und wer den Controller haben möchte, darf locker nochmal zusätzlich 150 Schleifen locker machen. Seelische Folter geht bestimmt auch billiger, aber es macht eben einfach so unheimlich viel Spaß. Ich weiß an dieser Stelle auch nicht, ob ihr nicht schon längst abgeschaltet habt und ich hier ganz für mich alleine vor mich hinschwärme. Ich könnte vermutlich noch Stunden über das komplette Einführen des Baggerarms in diverse Furchen und Löcher sprechen und wie wichtig es ist, seine Schaufel auch präzise und mit sehr viel Feingefühl zu entladen. Aber vermutlich hört mir ohnehin kein Schwein mehr zu. Man wird auch so sehr belohnt. Wer seine Arbeit richtig macht, darf sich auf einen Sack voll Boni freuen, wie etwa 3 weitere Minispiele, Bilder oder auch kleine Filme. Power Shovel bietet Zuckerbrot und Peitsche und ist vermutlich einer der härtesten Simulatoren, die ihr je gespielt haben werdet. Es ist eine komplette Folter, aber auf der anderen Seite ist dieses Spiel so charmant, liebevoll und so unglaublich verrückt, dass man es unbedingt mal gespielt haben muss. Sofern man entweder Bodo heißt oder einfach nur knallharte Simulatoren liebt. Man kommt auch immer wieder gerne zurück, was aber auch in erster Linie daran liegt, dass man ohnehin nach 10 Minuten eine Kaffeepause benötigt, um seiner Seele und natürlich den Fingern eine kleine Erholung zu gönnen. Spiele wie Power Shovel beweisen aber, wie unglaublich vielfältig damals die Spielelandschaft war und dies besonders auf der guten alten PS1. Es ist eines der Spiele, die man heute vermutlich komplett vergessen hat. Wer also ein Fan des Genres ist, ein großes Herz und auch keine Angst vor Schmerzen hat, der sollte unbedingt mal einen Blick auf diese Perle werfen. Sie wird eure Seele bei lebendigem Leib fressen, aber wer sich dieser Tortur hingibt, wird den größten Spaß seines Lebens haben. Stellt euch aber zur Sicherheit ein wenig Vaseline bereit, denn euer Hintern wird es bitter nötig haben.
das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.